Okay. Okay. Hier gibt es bestimmt noch voll viel zu holen, was man so auf den ersten Blick gar nicht sieht, kann ich mir vorstellen. Hey, nicht ruckeln jetzt. Nee, nicht ruckeln jetzt. Nicht schön. Oh, mein Spiel ruckelt gerade. Mal kurz. Huch. Möchte aber jetzt das nicht. Kann ich hier speichern? Das wäre natürlich toll. Kann ich oder kann ich nicht? Nee, es ist eine Kartenstatue. Gudi, okay. Wie weit muss ich denn noch laufen? Ich werde jetzt nochmal da vorne langlaufen, damit wir das hier beendet haben. Nicht, dass ich das alles nochmal machen muss. In der Hoffnung, dass das jetzt gleich ein bisschen flüssig läuft. Wer bist du? Da kommt mir wieder so ein Arsch entgegen, der mir wehtun will. Der hat mich direkt fertig gemacht. Boah, dafür stirbst du. Und dafür kaufe ich dich. Was ich nicht kann, weil ich nicht genug Dinger habe. Shit. Na gut. Kann ich mir da was Tolles tun? Nee, das ist wieder Gollum, ne? Ach, schade. Ich kann mir den Typen nicht kaufen. Traurig, traurig. Nicht genug Holz. Aber dafür sammelt man auch hier immer so viel dann. Weil eben zwar nicht wahre Abenteurer damit geschafft wird, sondern damit man sich die Leute kaufen kann. Das kapiere ich jetzt auch erst. Legolas mal wieder. Was hier alles für Quests zu machen sind. Ich wollte jetzt eigentlich schnell durchlaufen, damit wir es geschafft haben. Es sind schon wieder 25 Minuten vergangen. Die Parts werden immer länger, habe ich das Gefühl. Ihn kann ich doch auch nicht kaufen. Ich jage seit Tagen ein lecker aussehendes Schwein. Aber der Schlingel ist eine Klippe hochgeklettert, wo ich ihn nicht erreiche. Fertige mir Mithril-Kletterstiefel an, damit ich es erwischen kann. Dann lüfte ich ein Geheimnis, das Musik in deinen Ohren sein wird. Mach das doch alles selber. Ich habe keine Zeit für sowas. So, geh runter und stirb. Oder auch nicht. Kann ich hier speichern? Nee, das ist die Kartenstatue, ne? Die habe ich doch gerade eben schon benutzt. Oder? Oder? Ja, hab ich. Nein, du kannst aus der Statue raus. Geh aus der Statue raus. Tschüss. So, hier ist wieder ein Feuermachtdingens. Dann gehen wir da schnell mal hin. Soll heraustreten! Okay, Leute, ich werde jetzt an dieser Stelle mal einen Cut machen, weil ich wegen meiner Festplatte gucken muss, wegen Platz. Und da kommen die Trolle, die mich fertig machen, was nicht schön ist. Aber da könnte Gimli gleich was machen. Okay, wir sehen uns gleich sofort wieder. Bis gleich. So, Leute, es geht weiter mit der Herr der Ringe. Ich musste nur kurz eben Cut machen, wie ich gerade gesagt habe, wegen meiner Festplatte und gucken, ob ich genug Platz habe. Und habe kurz die Dings geändert, die Platte. Und jetzt geht's weiter. Upsi. Wie kann ich den denn fertig machen? Also, ich glaube, ich brauche mal Gimli. Wo steckt der denn? Oh oh.
Oh oh. Ich sammle mal eben fix hier die Punkte auch ein. Das war einer von meinen Leuten. Gimli, wo bist du? So. Da bist du. Gimli ist, glaube ich, gerade gestorben, ja. Das ist nicht schön. Komm mal her. Komm mal her, du Troll. Ja, komm. Ja, ja. Komm her, hau rauf. So. Schnell alles einsammeln. Das machst du toll, Gimli. Nein! Warum passiert mir das so oft? Immer wenn der so stecken bleibt. Aua. Mach mal schnell, Gimli, mach schnell. Hau mal hier drauf. Komm mal her, du Trolli. Trolli! Ja. Geht doch. Okay, dafür brauche ich wieder Aragorn, sehe ich schon. Oh, so viele Punkte kann man gar nicht so schnell einsammeln. Echt scheiße. Okay. Ja, ich beeile mich. Ja, Mann. Was muss ich jetzt machen? Ah, ich sehe schon. Komm, nimm die auch noch mit. Komm mal hierher. Komm. Sehr gut. Nazgul! Den kriegen wir ja wohl auch noch hin. Lass Gandalf in Ruhe. Oh, das ist was für Legolas, das sehe ich. Eine Schatzkiste, eine Schatzkiste. Wuhu. So, es geht los hier, weiter geht's. Wir kämpfen gegen die Ork-Bande. Ich muss mich hier stark konzentrieren, deswegen sage ich immer kaum was. Ups, es war wieder einer von meinen. Dann laufen wir mal hier rüber.
Wie komme ich da hoch? Komme ich da überhaupt hoch? Kann er da nicht einfach hochspringen? Scheiße. Voll erwischt wieder mal. Mist. Ich sehe die Zielscheibe aber schon in seinem Arm. Lass mich in Ruhe. Kannst du mal... Legolas, ich springe hier schon. Ja, natürlich kriegt er mich trotzdem. Lass mich in Ruhe. Oh Mann, oh. Wie soll ich das denn hinkriegen, wenn er mir die ganze Zeit so hinterher dackelt? Oh, er springt auch nicht. Komm. Jetzt aber. Yippie. Schnell das zusammenbauen, dann kann man da nämlich hoch. Oh oh. Ey, ich bin sogar gesprungen in dem Moment. Aber er kriegt mich immer. Wenn er so auf den Boden haut. Hallo. Der ist voll schnell und viel größer. Und ich bin so klein. Lass die Leute in Ruhe. Wenn ich mir zwischen den Spielern wechsle, verwirre ich ihn. Wer ist er denn gewesen? War das ein Hobbit? Keine Ahnung. Es ist ein Hobbit. Klar, das ist ja Pippin. Nee, Merry. Ach, Merry macht's. Merry. Immer drauf. Cool. Zusammen. Geschafft. Juhu. Ab weiter gegen die scheiß Orks hier. Na? Ey, das gibt's doch wohl nicht. Das war das zweite Mal, dass ich den Nazgul getroffen habe. Da oben kommt wieder ein Troll. Den machen wir auch noch platt. Das kriegen wir hin. Wir kriegen das hin, Leute. Wir werden diese Schlacht gewinnen. Aber das ist was für Aragorn. Wo ist Aragorn? Da. Jawohl. Na komm, mach ihn fertig. Ich will die Schatzkiste haben, aber da komme ich, glaube ich, nur mit Gollum ran. Ja, ja. Ich sehe schon. Okay. Auf eine neue Runde. Die schaffen wir auch noch. Boah, diese Trolle sind echt nervig. Ich sehe nichts.
Wo bin ich? Da bin ich. Oh, das gibt's doch nicht. Ich muss auch mal vorankommen. Ja, ist klar. Und zerquetscht er mich eben. Ja, und wieder. Ich komme ja auch gar nicht weg vom Fleck hier. Ist okay. Brauche ich eigentlich wieder ein Hobbit? Nee, ich soll was zusammenbauen. Für Legolas bestimmt. Oh, ich habe den wahren Abenteuer geschafft. Da bin ich ja happy drüber. Wenigstens habe ich das mal geschafft. Ja, auch das habe ich wenigstens noch hingekriegt. Shit. Die sterben hier wie die Fliegen gerade. Habe ich sie alle schon draußen? Das wäre natürlich super. Ich komme, Leute. Ich helfe euch. Wie helfe ich denn mal? Ah. Das schaffen wir. Komm schon. Kannst du nicht wieder nach alter Taktik hier draufhauen und dann springe ich auf dich drauf? Genau. So sieht's aus. Kennen wir ja schon. Juhu! Die Adler. Die Adler kommen. Dann war das ja doch Pippin. Doch verwechselt. Juhu, wir haben das schwarze Tor geschafft. Da freue ich mich. Errungenschaft. Heute kämpfen wir. Ja. Pippin. Gondorische Rüstung. Ja, das war Pippin. Nicht Merry. Und wahren Abenteuer habe ich geschafft. Nur die Kiste konnte ich nicht kriegen. Das hätte, glaube ich, nur Gollum schaffen können. Ist nicht schlimm. Wenigstens mit den Punkten, das kriege ich hin. Das ist mir schon wichtig geworden. Wenn ich die schon immer alle sammle, dass ich das dann auch schaffe. Da ich das jetzt zweimal nicht geschafft habe, finde ich das gut. Und Entwürfe, ach ja, wir waren ja auch noch überall, sind ja noch überall rumgelaufen. Immerhin zwei Entwürfe noch gefunden. Und dann setzen wir die Geschichte fort. So. Und dann sind wir hier. Dieses Gebiet kann erst betreten werden, wenn Saurons Auge sich abgewendet hat. Und das passiert natürlich nur, wenn wir die letzten Schritte mit unseren lieben Hobbits machen auf der anderen Seite. Kann ich denn jetzt hier... Ich denke immer, das ist aber keine Speicherstatue, ne? Nee, nee. Ist es nicht. Ich könnte natürlich noch ein bisschen hier herumlaufen. Gucken, was es hier noch zu entdecken gibt, bevor ich zu den... zu Frodo wechsel. Den anderen. Bringt das was, das zu bewegen? Geht das dann weg? Nö. Das kann ich nicht machen. Soll ich nicht tun. Kannst doch wohl darüber springen. Ich wollte gerade sagen. Nee, wenn diese Glitzersteine sind, das wird wahrscheinlich erst alles freigeschaltet. Was hat Gandalf denn so bedrohlich auf mich zugerannt? Ja, sehr cool. Wir haben es geschafft. Wir sind am Schwarzen Tor. Wir haben einige Leute besiegt. Das heißt, einige Leute. Wir haben viele Orks besiegt vor allem. Und Trolle. Wahrscheinlich auch Uruk-hai, nicht nur Orks. Gut. Das ist... Ich versuch's nochmal. Nee, es ist eine Kartenstatue. Das ist ein bisschen blöd. Ich hätte gerne mal wieder eine Speicherstatue. Hier war ewig keine Speicherstatue. Gut, wechseln wir mal zu... den Hobbits. Genau.
Und mit denen gehen wir dann als nächstes nach oben zum Schicksalsberg, wo wir wahrscheinlich die letzten Level machen werden, auf die ich mich sehr freue, auf unser Finale. Aber das müssen die beiden halt noch schaffen. Und wie wir alle wissen, ist das nicht so einfach. Vor allem für Frodo wird es immer schwieriger, immer härter durch den Ring. Seine Kraft wird am Ende sein. Sam wird ihm helfen müssen, höchstwahrscheinlich. Naja, wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschauen.